Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 28. August. Der Gerechte ist getrost wie ein junger Löwe. Sprüche 28, Vers 1. Die Säuren der Ungerechtigkeit haben die Chemie meiner Seele verändert. So schrieb eine Ärztin einst an dem amerikanischen Missionar Stanley Jones. Das Wort macht deutlich, wohin man mit allem Idealismus am Ende kommt. Jeder junge Mensch hat eine gute Portion Lebensmut und Idealismus. Und damit sieht er auf den ersten Blick aus wie ein getroster junger Löwe. Aber dann kommen die Menschen und das Leben und die Welt. Sie fesseln uns an den Alltag. Sie überschütten uns mit Ungerechtigkeit. Sie bereiten uns Enttäuschungen. Und am Ende ist die Chemie der Seele böse verändert. Dann haben wir unsere Komplexe, Streitereien, Stumpfsinn, Menschenverachtung, Wichtigtuerei und Beleidigtsein. Wenn das alles wäre, aber da ist Schlimmeres. Wir haben unsere Gottlosigkeit und unser beladenes Gewissen. Ist das denn ein Leben? Also, mit Idealismus hat das nichts zu tun. Das muss ein wunderbares Geschenk Gottes sein. Danach sehnen wir uns. Die Bibel zaubert uns nicht eine Fata Morgana vor die Augen. Sie spricht von möglichen Dingen. Getrost wie ein junger Löwe, solch ein Leben können wir haben, wenn wir zu den Gerechten gehören. Was sind das für Leute? Das sind die, die Gott gerecht gesprochen hat, weil sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Ihm haben sie ihre Sünden bekannt und er hat sie gewaschen mit seinem Blut. Durch ihn sind sie mit Gott versöhnt. Das macht getrost wie ein junger Löwe. Herr, du heilst die zerstörte Chemie unserer Seele. Dir sei Dank. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.